Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lilbolas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Hier ist wieder euer Lilbolas mit einem neuen Video für euch heute. Heute, Leute, ich zeige den Nether Riot Guards meinen Hund und sie geben auf. Wenn ihr schon weiter verpasst wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, das würde mich ebenso freuen. Also, ich glaube nicht, dass sie wegen Mr. Coco aufgegeben haben, SG. Also, das ist ein bisschen geschwindelt, den Dettel. Die haben von sich aus aufgegeben, weil sie von ihren Zuschauern so oder von anderen Leuten so gehatet worden sind. So wie es mir auch, ja, ging. Willkommen, guten Morgen oder guten Abend, wann immer ihr auf das Video gerade guckt. Aber die Sonne ist hier gerade bei uns aufgegangen und ich bin eigentlich richtig gut gelaunt, obwohl wir eigentlich gar keinen Grund haben, gut gelaunt zu sein, weil ihr wisst, die letzten Tage jedes Mal kamen die blöden Netherite Guards, haben Sachen kaputt gemacht, Sachen zerstört und wir haben immer nur drauf geguckt und gedacht, warum sind die nur so? Warum tun die uns das an? Und deshalb, Leute, einige von euch haben richtig coole Ideen reingeschrieben, wie wir unter anderem vielleicht das Gute von den Jungs wieder rausholen werden. Ja, einer hat zum Beispiel gesagt, ey, geh doch mit Mr. Coco zu dem Amir, der gerade bei uns ja gefangen in Anführungsstrichen gehalten wird, damit wir einfach Informationen von ihm bekommen über Stani, über iCrimex und vielleicht kriegen wir dann Coco irgendwie die gute Seite von ihm raus. Ich bin echt gespannt. Lasst für unseren Ehrenbruder einen fetten Like da, aktiviert die Glocke, Freunde, und abonniert den Kanal, damit wir hier die 800.000 Abonnenten packen, oder? Ich würde mich echt darüber freuen und danke für die ganzen täglichen Follows bei Instagram. Am Ende wieder gerne bei Instagram rübergehen und den neuen Trailer vom morgigen Video angucken. Hab ich recht, Coco? Du kommst jetzt schön mit, mein Freund, oder? Freunde, ich freue mich so richtig über dieses Ereignis, was heute eventuell passieren könnte. Ich habe richtig Bock. Ey, komm jetzt runter, Coco. Mr. Coco. Ich weiß nicht, ob Amir irgendeinen Einfluss auf Mr. Coco haben wird. Ich weiß es nicht, weil Amir, kennen wir auch, ist ein Tierliebhaber. Aber ich weiß nicht, ob er in seinem Netherite-Guard-Zustand irgendwie ein Herz für Tiere hat. Und ich glaube nicht mal, dass wir Max damit wiederbeleben könnten. Aber müssen wir mal gucken, Freunde. Und da ist ein Enderman. Wir müssen übrigens mega aufpassen. Als ob das noch eine Rolle Rufig? Spielen Rufig? Würde. Wenn du hier gerade bist, wer passt dann gerade auf Amir auf? Rustik, jetzt mal ehrlich. Wir haben doch gesagt, unterschiedliche Schichten. Mal eine Schicht du, ja, mal eine Schicht ich. Und ich habe letztes Mal die Schicht gemacht. Ja, der war ruhig die ganze Zeit, der war in seiner Zelle ganz entspannt. Also denkst du, er ist nicht alles abgehauen? Gut. An sich, Nein. Leute, wie, guck mal, Russi, wir sagen ja, er soll ja abhauen, wenn er abhauen möchte. Aber dann kriegt er halt sein Loot nicht, Leute. Er soll halt für uns hier ein bisschen abarbeiten, seine Sachen, dass wir unter anderem Informationen von ihm rausbekommen. Und dafür kriegt er jedes Mal seine Junge, Items der wird wieder, sich unter doch anderem die ein Folge Stück von voll seinem ganzen verwundern. Loot. Aber wenn er halt uns gar nichts sagt... Also der wird sich die Folge doch sehr verwundern. Also Essio wird sich noch sehr verwundern, was passieren wird. Und irgendwie trotzdem von sich aus abholen will, dann soll er das machen, Rustik. Wir können hier keine Leute zwingen, hier zu bleiben. Wir sind nicht ja, die blöden Netherite schon. Guards. Und deshalb ist er überhaupt gerade da? Ja. Oh je, Junge. Ah, da hinten ist er. Oh, der Alles Arme. Gut. Amir! Du bleibst jetzt erstmal hier schön stehen, Mr. Coco. Noch nicht kommen, ja? Sehr gut. Okay, gesehen, okay. Nix hat, Leute? Ehrenhund. Amir! Eingeblendet. Wie heute? Sehr Wie süß. Gehen? Warum bist du wieder so traurig? Bin in Gefangenschaft. Du bist hier nicht gefangen, Armin, du checkst Natürlich. Das nicht. Natürlich. Wo bist du denn bitte hier gefangen? Guck mal, hast Wenn du bitte ein Gefängnis gesehen, was so offen ist? Nur weil wir hier mit ja. Netherite, sag ich schon, hier mit Obsidian gearbeitet haben, heißt es doch nicht, dass wir dich hier gefangen halten wollen. Ach so, ja, dann gib mir mein Loot wieder, dann gehe ich jetzt. Du kannst dein Loot haben, wenn du uns sagst, wie wir Stani und Max zurückbekommen, weil Bin du bist davon auch betroffen. Du, dich wollen wir natürlich genauso bekommen. Jeder Einzelne von euch drei ist uns wichtig. Du, Stani und Max, alle gleich viel wert. Und deshalb musst du uns doch sagen, wie wir dich zurückbekommen, Bro. Ich will gar nicht mehr zurück, du checkst es halt nicht. Warum willst du dich zurück? Ihr macht nur Zerstörung, Verwüstung, alles von dieser Insel. Ihr wollt nur alles kaputt ja, ja. machen. Ja, ihr macht ja. diese schöne Insel zu einer blöden Insel, wenn es so weitergeht. Ja, red dir das ruhig ein, wenn du damit besser schlafen kannst. Musik, hast du ein bisschen Fleisch für ihn? Gib ihm mal ein bisschen Fleisch. Ein ja, Stückchen. Ich brauche kein Fleisch. Ich habe Karotten. Hier. Gib ihm ein ich will Stück. Von euch kein Fleisch. Warum nicht? Weil ich mir die Karotten hier selbst angepflanzt habe und habe sie geerntet. Wo sind denn deine Karotten? In meiner Hand. Ja, hier, ich gebe dir auch noch eine Karotte. Nein, von dir will ich keine. Eine Möhre für dich. Hey, Jungs, von dir will ich keine. Es wird Zeit, was zu trinken wieder. Okay, dann trink mal, Amir. Wann hast du das letzte Mal getrunken? Gestern. Yes? Rustik, du solltest... Was machst du denn da, Rustik? Er lügt. Du hast ihm einen Tag nichts zum Trinken gegeben? Nein, wir haben oh heute je. Morgen zusammen aus der Pfanne geschlürft. Aus der Pfanne? Ja, aus dem Eimer mal nicht. Aus welcher Pfanne? Ja, hier, guck. Hey! Pass auf, nicht, dass deine Klamotten nass werden. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Nee, was denn? Keine Ahnung, Lol. Komische Geräusche.
So, was wollt ihr heute von mir? Was hörst du nicht, dass wir wieder gleich beobachtet werden? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie so ein komisches Geräusch gehört gerade, als ich den Eimer da... Aber kann auch der Eimer sein. Ja, sicher nicht, dass sie wieder mit diesen blöden Unsichtbarkeitsringen kommen und gleich alles wieder in die Luft jagen. Ja, das Armin, ist kannst du mal deine Netherite-Freunde kurz beschwören? Ich weiß, was du denkst, was wir sind, aber wir sind kein Hexenclub. Nein, seid ihr nicht, ne? Ihr seid kein Hexenclub. Nein, ihr seid kein Hexenclub. Okay, dann komm mal kurz raus, Amir. Ich will dir mal eine ganz andere Aufgabe geben. Was willst du, Amir? Komm mal raus. Eine Aufgabe. Eine schöne, saftige Aufgabe. Komm mal mit, Amir. So. Geh mal hier hoch. Wir treffen uns hier ganz oben. Weiter geht's. Genau, stell dich mal genau hier hin. Genau hier hin. Und jetzt machen wir ein bisschen Sport, so ein bisschen Kniebeuge, so 1, 2, 3, 4. Komm, bisschen Sport. Nein, das mache ich nicht. 1, 2, 3. Lass doch nicht als Clown aufführen von euch. Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil Rustik und ich müssen nämlich gleich weg. Nein, darauf wollte ich. Alles gut, du musst das nicht machen. Du bist kein Untertaner von uns. Du bist mein Freund und das weißt du. Rustik, was machst du da? Was ist jetzt mit dem Neudogger? Ja, komm, ich geh ins Feuer! Herr Rustik! Er hat kurz nur euch nachgemacht. Jetzt ist mein Wasser sogar weg. Ich weiß auch. Ey! Man kann hier nicht mal Wasser platzieren. Ist ruhig, ist ruhig. Rustik, hör auf mit diesen blöden Sachen, ey. Nein, nimm mal dein Wasser weg, Das flutet die ganze Dinger hier. Ja, wie denn? Verdammt! Du Idiot. Also, Amit, du bleibst kurz dort. Ich habe einfach nur gesagt, dass du ein bisschen Sport machst, damit du dich hier nicht langweilst. Rustik, komm mal mit. Hast du es weggepflanzt? Ja, komm mal mit, Rustik. Ja, ich muss hier die Ernte retten. Rustik, komm jetzt! Ja, ich komme. Ich muss dir nämlich was sagen. Ja, ich bin jetzt so auf die Reaktion gespannt von ihm. Wir werden jetzt sehen, wie er gleich reagieren wird. Und das ist ganz, ganz wichtig für den weiteren Verlauf. Wir müssen jetzt gleich gucken, wie er reagiert. Denn hast du überhaupt die gleiche Idee, wie ich die Idee habe hier gerade? Nee, hier, komm mal zu mir. Amir! Nein, nicht Amir soll da bleiben! Ach so. Überleg doch mal, wieso habe ich hier Mr. Coco hergebracht? Mr. Coco? Ja. Der wird ihn retten, oder? Denk doch mal nach. Amir ist ein Tierfreund. Ein Tierliebhaber, schon immer gewesen. Und deshalb müssen wir gucken, was gleich passiert, wenn er Mr. Coco sieht. Wird er böse sein? Lol. Oder wird irgendwie der weiche Kern von ihm rauskommen? Ich weiß wirklich nicht, was passieren wird. Bist du bereit? Und Rustik, wenn er irgendwie Coco attackieren sollte, du weißt, was dann zu tun ist. Dann können wir uns leider nicht zurückhalten. Okay. Deshalb, Mr. Coco, komm. Komm, Mr. Coco. Komm, Mr. Coco. Amir? Amir? Was? Oder sollte ich sagen, Netherite Guard Amir? Oder ich bin jetzt echt auf deine Reaktion gespannt. Oder ich werde dir was sagen, der gute Amir kommt bald back, hä? Coco, komm mal hoch. Coco, komm doch jetzt hoch, Coco! Ich glaube, der will was nicht. Willst du damit? Ich will kein Fleisch von dir. Du gibst auch verdorbenes Fleisch, hä? Hey, mich übergeben oder was? Komm her. Da ist gar nichts. Zaubertrick. Komm jetzt hoch, Coco! Coco, komm hoch. Ich glaube, der ist fasziniert von dir. Ja, sehr schön. Ärger? Mr. Powell? Coco, Mr. Powell. Komm, den Hund von I Cry, Rusty, komm runter, komm runter, komm runter. Ja? Wir lassen ihn mal kurz alleine. Aber das ist nicht Mr. Paul und Mr. Berger. Ey, du Süßer. Auf weg. Das sind Tiermörder. Das ist doch, der Typ heißt Rustik. Der hat schon einen. Der hat wahrscheinlich einen Bruder von dir schon hochgesprengt. Auf weg, schnell. Also, der hat einen Hund weggesprengt. Guck mal, das meine ich. Da ist doch, man sieht einfach das Gute noch in ihm. Mann, bring doch den Hund weg von mir. Rustik, ich hab doch gesagt, du sollst nicht dahin gehen. Geh weg, Rustik, ha? Ja? Mr. Paul hast du umgebracht. Mr. Berger hast du getötet. Hey, du Monster. Komm mal her, Amir. Amir, guck mal. Das ist Mr. Coco. Das ist die Reinkarnation von Berger, Mr. Berger. Reinkarnation. Boah, wie ekelhaft ihr seid. Guck mal, was wieso das ekelhaft? Ah, wir können doch auch nichts dafür. Töten, hat er doch gar nicht. Könnt oder was? Nein, was? Der war einfach. Ich hab ihn sogar als Geschenk zu Max gebracht. Hochgejagt. Er hat TNT hochgejagt und dadurch ist der Hund gestorben. Und das habe ich auch Rustik immer gesagt. Das war mega scheiße, aber dafür hat er sich doch entschuldigt. Und man weiß genau, dass Rustik das nie absichtlich machen wollte. Darf ich den Hund jetzt auch töten und sagen Entschuldigung? Natürlich nicht, aber du machst es ja nicht absichtlich. Die Jungs, die machen das absichtlich. Die Netherite Guards, die haben hunderte von Tieren von Rustik attackiert. Absichtlich. Gib mir ein Schwert, ich mach's auch aus Versehen. Nein, Armin. Wenn du das machst, dann werde ich, glaube ich, auch, glaube ich, zu so einem Netherite Guard, wenn es so weitergeht. Ja, ey. Dann wärst du mal gerecht, ja. Mr. Coco, guck mal, wie süß der ist. Und er hat nichts bei euch verloren. Ja, ihr seid ein Clan von Tiermördern. Nein, sind wir nicht. Und jetzt komm mit, Mr. Coco. Ich bring dich in die Burg rein, sonst wird es dir gleich zu gefährlich, wenn die Monster kommen. Und ihr könnt auch beide kurz mitkommen, ey.
Oh oh. Russe, kümmere dich um die. Aber wer, du triffst Mr. Kuku. Wache, wache. Pass auf mit deinem Bogen. Oh oh. Wir müssen schnell weg. Pass auf deinen Bogen auf. Mr. Kuku, hast du einen Pfeiler bekommen? Wo ist Mr. Kuku? Mr. Kuku. Waren da gerade Schilder? Er ist geflohen vor euch. Mr. Kuku, du bleibst jetzt schön hier stehen. Ich muss ihn einsperren. Es wird zu gefährlich. Du darfst hier, du musst aufpassen, bis es gleich wieder hier hell wird, mein Freund. Es wird sonst zu gefährlich. Das ist jetzt dein Hundestall. Amir, das ist dein Essen. Was? Nein, Leute, das darf ich nicht machen, Mr. Kuku. Einfach, ey! Ich brauche eine Fackel. Hier spawnt doch gleich irgendein Monster. Oh, oh. Habt ihr noch eine Fackel für mich, Jungs? Ja. Komm schnell, bring mir ganz viele Fackeln. Ja, was sind das für Schilder hier? Wir gucken uns die Schilder gleich an. Mach mal hier alles hell. Sehr gut. Hä? Ist hell alles. Ich dachte, Ami hätte die platziert. Hallo, Team. Gut. Hier sind Netherite Guards. Ihr habt gewonnen. Wir wollen keinen Krieg mehr. Bleibt bitte auf eurer Seite. Der Insel lebt wohl. iCrimex und Stani. Russig? Ja, was ist das? Lies mal, was hier steht. Russik, lies dir das mal durch. Hier links. Nein, hier, das hier. Zu tun haben. Guck mal, was hier steht. Hallo, Team, gut. Ihr wollt... Wir haben gewonnen, Stu, wir haben gewonnen. Checkst du das gerade, was sie da schreiben? Bleib bitte auf eurer Seite der Insel. Was für unsere Seite haben... Hä, wir haben gewonnen, glaube ich. Denkst du, die meinen das ernst? Warte mal, guck mal hier. Leute, ihr glaubt das doch selber nicht, oder? Die wollten nur Gerechtigkeit. Was ist das denn? Ich lese mal ganz kurz weiter. Ich packe euch meine ganzen Materialien in die Kiste. In welche Kiste denn überhaupt? Welche Kiste? Ihr habt gewonnen. Wir wollten nur das Gute. Ja, und wir wollten auch immer nur das Gute. Dann hat doch an sich keiner gewonnen. Weil wenn irgendwie einer gewonnen hat, dann wir alle. Aber nicht ihr oder wir. Hä, das macht gar keinen Sinn, was sie hier schreiben. Wir wollen nichts mit Kriminellen zu tun haben. Lasst uns in Ruhe. Wir wollten nur Gerechtigkeit. Wenn ihr nichts mit Kriminellen zu tun haben wollt, dann wollen die ja wahrscheinlich gar nicht mehr mit sich selbst irgendwie spielen. Dann wollen sie mit sich selbst nichts zu tun haben. Das macht einfach keinen Sinn, was sie da sagen, Russik. Das macht doch gar keinen Sinn, Russik. Als ob die jetzt so einfach aufgeben, die Netherite Guards, die ganze Zeit uns hier attackiert haben und die ganze Zeit, guck mal, wenn die wirklich hier für Gerechtigkeit kämpfen wollen, dann geben die doch auch nicht so leicht auf. Aber was für Gerechtigkeit? Hä? Ich checke gerade gar nichts. Stimmt was gar nicht. Irgendwas haben die Schilde oder irgendwas passiert jetzt, ey. Und überleg mal, die Netherite Guards würde niemals Army einfach so hier im Stich lassen. Ist das vielleicht deren Gedanke, um Army rauszuholen? Ich oder haben die wirklich Amir jetzt einfach im Stich gelassen? Amir, wo bist du? Oder wir haben wirklich gewonnen. Ja, aber wenn wir gewonnen haben, dann können die doch nicht... Amir, komm raus aus deinem Haus, aus deinem Häuschen, aus deinem Obsidianhäuschen. Soll ich wieder klauen? Soll ich wieder ein paar Liegestütze für euch machen oder was? Nein, sollst du nicht. Du sollst jetzt erstmal hierher kommen und für uns lesen, denn du kannst doch gut lesen. Lies bitte ganz laut hier diesen Satz vor. Von links nach rechts. Was steht denn da? Hallo Team Goat, hier sind die Netherguards. Ihr habt gewonnen, wir wollen keinen Krieg mehr. Bitte bleibt auf eurer Seite der Insel. Lebt wohl. iCrimex for Stunny. Statement? Ja, wir haben gewonnen! Ja. Ihr seid einfach zu böse. Wir können euch nichts mehr machen. Ja, aber warum lassen die dich dann einfach im Stich? Bist du nicht deren Freund? Ne? Vielleicht denken die, ihr habt mich schon getötet. Warum sollten die das denken? Die wissen doch, dass wir sowas nicht machen. Wann haben wir denn irgendjemanden... Amir, allein beim Kampf weißt du, dass wir Max einfach fliehen gelassen haben. Max ist abgehauen vor euch. Ja, nee, hatte... Bro, wir haben ihn einfach fliehen lassen. Ja, ja. Aber du hast gerade nichts damit zu tun, oder was? Mann, ich bin die ganze Zeit im Gefängnis drin. Das war komplett zu den ganzen Tag. Okay, ganz, ganz komisch. Alles gut, dann würde ich mal sagen, geh ruhig schlafen, wenn du schlafen gehen willst. Komisch, Sue, ich weiß nicht, was da passiert, und Mann. Und Russik, gib du ihm auch wieder ein, zwei Items oder so, weil er hat seine Sache heute eigentlich gut gemacht. Und wir haben dann Mr. Kuku einiges, ja, neu herausgefunden. Ich würde mal sagen, ich gehe kurz was erledigen, ja, bis später. Jo. Okay, Leute, ganz komisch. Irgendwas ist hier mega, mega faul. Denkt ihr wirklich, die geben jetzt so einfach auf? Ich glaube einfach, die haben realisiert. Leute, ich mache jetzt mal meine Theorie, okay? Stani, Max, die werden nicht einfach aufgeben, vor allem Stani. Habt ihr jemals irgendwie, kennt ihr Stani als jemand, der irgendwann aufgeben würde? In seinem normalen Zustand als guter Stani würde er niemals aufgeben. Und ihr glaubt doch nicht, jemand wie er, der gerade als Netherite Guard unterwegs ist, der Anführer von... Ja, aber wenn er runtergeschlagen wurde, quasi von allen gehatet worden ist, ist es ja logisch, dass man dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Da würde ich ja auch das Weite suchen. Weil was hätte das für einen Sinn für mich dann noch weiter zu spielen? Oder beziehungsweise gegebenenfalls überhaupt noch Anführer der Netherite Guards zu sein. Was hätte das dann doch für einen Vorteil für mich? Der Netherite Guard, der gerade wahrscheinlich ist, noch stärker zu werden, gibt einfach so auf. Ja. Das glaubt ihr doch alle selber nicht. Also, natürlich. Ich sag euch mal was. Die sind gerade wahrscheinlich dabei, sich noch stärker zu machen, weil die einfach akzeptiert... Bro,
Esu, nein, mach das bitte nicht. Das Ding ist doch, man hat doch in der Folge gesehen, wie er die Sachen in die Truhe gelegt hat und er selber noch am Ende des Videos in die Lava gesprungen ist. Schau dir das Video doch an, dann siehst du es doch. Haben, dass sie keine Chance Bro, gegen uns haben. Mach doch nicht diese. Rusik und ich haben die in einem 2 gegen 3 fertig gemacht. Max haben wir fliehen lassen, Stani haben wir einfach nicht mehr attackieren wollt. Amir hat es dann in dem Moment einfach erwischt, weil wir einfach gehofft haben, dass wir aus Amir viele Antworten rausquetschen können. Und, was ist dein Problem hier? Du weißt doch, dass du keine Chance hast, Mr. Zombie Rombi. Mr. Zombie. Schöne, ganz, ganz merkwürdige Sachen passieren hier. Und vor allem, wisst ihr, welcher Satz mich gerade echt irritiert? Bleib bitte auf eurer Seite der Insel, lebt wohl. Auf welcher Seite unserer Insel? Was erzählt ja, geh mal darüber. Welche geh mal darüber. Seite unserer Insel, Freunde? Macht das alles Sinn, was die sagen? Geh mal da. Was ist geh denn die da Seite hin. Von der Insel? Meint ihr jetzt diese Abgrenzung hier wegen dem Wasser? Nein! Oder irgendwas, was wir noch nicht wissen? Und ja! Auf dem Grund gehen, Leute. Ganz wichtige Hase. Geh mal hin. Ich will erstmal sagen, wir werden Mr. Coco gleich erstmal zurückbringen. Das ist natürlich hier ganz hohe. Das hat hier natürlich ganz, ganz hohe Priorität. Und ich versuche mal irgendwie herauszufinden, Hälfte der Insel. Gibt es hier irgendwie eine Abgrenzung oder so? Ja, da vorne! Seltsam, was hier da vorne war es doch gerade! Ich habe eine richtig geile Idee, Leute. Die wollen jetzt erst... Mann, da vorne war es doch gerade. Du hättest einfach nur noch weg weiter vorgehen müssen. Dann hättest du es gesehen, SU. Mann. Lass mal sich zurückziehen. Gehen wir mal davon aus, einmal optimistisch sein. Wir gehen mal davon aus, die meinen das komplett zu 100%. Würden die dann einfach Armee im Stich lassen? Natürlich. Das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, die 100%ige Wahrheit. Also macht das einfach von vorne und hinten keinen Sinn. Und auch wenn das jetzt diese Insel abschotten sollte, wie machen wir das? Dann lebt hier Team gut und dort Team böse? Okay. Ja, SU, dann... Ja, SU, lauf doch mal hin. Guck doch. Wenn das das ist, was die wollen, Leute. Wir wollen hier niemanden zwingen. Wenn die wirklich nichts mit uns zu tun haben wollen. Okay. Wir haben zum Beispiel Amir gesehen. Amir hat die ganze Zeit gesagt, ey, ich will nicht, dass ich zurückgeholt werde. Ich glaube aber, sein richtiger Kern würde das niemals sagen, sein gutes Ich. Oh. Deshalb, alles steht ihm offen, Leute. Jederzeit, wenn er hier abhauen möchte, er kann abhauen. Es ist alles offen. Er hat mittlerweile auch schon wieder 3, 4 Items oder so bekommen. Wahrscheinlich fehlt ihm nur noch 1 oder 2 Items. Dann ist er hier auch weg, Freunde. Von daher, ein bisschen ärgerlich, die Situation. Das mit Mr. Coco war auch mega, mega interessant. Da hat man halt echt nochmal gesehen, da ist dieser gute Kern vorhanden. Und apropos Mr. Coco, komm raus. Ey, alles gut, mein Freund? Guck mich mal an, alles gut? Oh, tut mir leid, dass ich dich hier kurz zubauen musste, aber du weißt ja, wie gefährlich das ist, wenn diese blöden Netherite Guards ihre blöden Zombies und Monster beschwören. Komm, ich bring dich nach Hause, ja? Bist du bereit? Beschwör dir nicht mal mehr Monster. Aufpassen, dass jetzt hier... Die kommt doch random, Monster das weißt du doch selber. Oh, Mr. Coco, wir sollten uns beeilen. Ich weiß, dass du kein Freund vom Schwimmen bist. Und hier hörst du die ganze Spinne? Wir sollten uns mal beeilen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Leute, haben wir nicht einfach den heftigsten Hund? Einmal einfach, schreibt mal irgendwas richtig Cooles in den Kommentaren für Mr. Coco als Beispiel. Ey, Mr. Coco ist cool, weil er auf dich hört. Als Beispiel, keine Ahnung. Schreibt irgendwas Lustiges, vielleicht lache ich mich auch tot, Freunde. Denn eure Kommentare sind eh immer so übertrieben krank. Ich lese mir so viele Kommentare durch. Manchmal haben wir sogar fast teilweise 1500 Kommentare oder so. Also tut mir leid, falls ich dem einen oder anderen kein Herzen gebe, weil... Es sind manchmal so viele Kommentare. Mr. Coco, kommst du mal? Komm mal, mein Freund. Wir müssen uns beeilen und dich nach Hause bringen. Komm mit, kleine Maus. Gut, Leute. Dann will ich auch an dieser Stelle mal sagen... Ey, was guckst du mich wieder so an? Wegen dir habe ich kein Fleisch mehr gleich, wenn es so weitergeht. Komm mit. Eigentlich dachte ich, du isst nur Karotten. Hast du deine Meinung geändert? Komm jetzt mit, mein Freund. Er will noch ein bisschen an den Pflanzen schnüffeln. Okay, lass uns mal die Lage abchecken. Ist hier alles gut? Ja, hier ist alles ja, gut. Das spawnt einfach hinterher. Ich mal sagen, ich werde Mr. Coco gleich zurückbringen. Ich werde euch natürlich nicht zeigen, beziehungsweise euch würde ich das schon dem gern zeigen. Aber wir haben richtig viele 31er von den Netherite Guards, von den Bösen, die hier unter anderem Safe, Stani und Max und den anderen höchstwahrscheinlich dann verraten werden, wo unter anderem unser Versteck für Mr. Coco ist. Und das will ich einfach nicht, ja? Freunde, also lasst einen fetten Like da, falls euch diese Episode gefallen hat. Ich bin gespannt, was jetzt die Tage passieren wird. Das waren echt krasse Schilder, was da stand. Vor allem müssen wir jetzt herausfinden, ob das die Wahrheit ist. Wenn ihr Informationen habt, lasst mich das gerne wissen. Ihr wisst, bei Instagram könnt ihr mir auch immer schreiben. Auch sorry, wenn ich da nicht auf eure Antworten eingehe, weil das echt viele Nachrichten sind, ja? Also, Freunde, rübergehen, Instagram jetzt abchecken und den neuen Trailer angucken. Und ein Follow da lassen. Auf dem Weg zu den 100.000. Mr. Coco, willst du dich auch verabschieden? Ah ja. Yes, sir. Alphastein? Oh, Leute, das ist gar nicht gut, dass er mein Hund vielleicht attackiert. Mir geht's ganz gut.
Poco, bleib mal hier ganz kurz stehen. Bleib hier stehen. Alphastein, zieh dich mal ein bisschen zurück. Geh mal nicht so nah an meinen Hund ran, okay? Was ist das für ein Sisi? Hallo, Mr. K... Wie heißt der? Mr. Koko, hallo. Willst du Leckerli? Guck mal. Auch wenn er vielleicht zu den Netherite Guards gehört. Aber wenn er hier irgendeinen... Kannst du mal aufhören, hier meinen Hund mit irgendwelchen komischen Steinen zu füttern? Und guck mal, was ich hier noch habe. Ich habe einen Bogen. Lauf die Feinde. Hey, Alphastein, was soll das? Du packst jetzt sofort deinen Bogen weg. Zieh dich mal zurück. Lauf den Fall hinterher, Koko, los! Ey, auf gar keinen Fall! Alphastein, hör auf mit... Oh, ups, das war nicht gewollt! Alphastein? Ich sag dir ehrlich, kannst du mal damit aufhören, Alphastein? Am Ende greif ich aus so mit dem Hund spielen, ey! Du darfst nicht mit dem... Geh mit dem Feuer nicht dahin! Was soll das? Du kannst doch nicht zu Mr. Koko gehen mit deinen komischen Aktionen! Was soll ich das? Ich spiel doch nur ein bisschen mit dem! Ja, aber so spielt man doch nicht! Man spielt doch nicht mit Pfeilen! Man spielt doch nicht mit Pfeilen! Das wollte ich nicht! Ja, siehst du? Mr. Koko, ich wollte... Na, guck, ich spiele nur zusammen. Lass ihn. Er ist sauer auf dich, Mr. Koko, alles gut. Guck mal, jetzt brüllt er dich sogar an. Warum machst du das, Alphastein? Freunde, Mr. das so zeigt doch einfach gerade nur, wie böse er ist. Alphastein, alles gut? Du bist hierher gekommen, um was zu machen mit mir. Mr. Koko, findest du das Schwert hier? Soll ich dir mal zeigen, wie stark das ist? Alphastein, ich gebe dir noch allerletzte Warnung. 3, 2, 1. Zieh dich zurück, Alphastein. Zieh dich zu zurück. Okay. Ich mach das allerletzte Verwarnung. Du bist kein Freund von uns. Du gehörst auch noch nicht zu Team Gut. Und wenn du wirklich zeigen willst, dass du zu den Guten gehörst, dann machst du hier gerade alles falsch, mein Freund. Hier, du weißt doch, ich mache nur Spaß. Hier, ich wollte dir nur was mitbringen. Hier, guck mal, ich habe ein bisschen noch Lapis Lazuli gefallen. Nein, alles gut, brauche ich nicht. Ich wollte gerade so oder so jetzt erstmal Koko zurückbringen. Und wegen dir wird es hier gleich wieder dunkel. Wolltest du sonst irgendwas von mir? Nein, ich wollte einfach nur gucken, wie die Lage ist und dir ein bisschen Hallo sagen, ein bisschen Spaß machen. Ja, ein bisschen Spaß. Woher wusstest du, dass ich mit Mr. Koko unterwegs bin? Hast du mich vielleicht spioniert? Ausspioniert, sei mal ganz ehrlich. Ganz lieber Junge, Leute. Dieser Typ ist sehr seltsam. Ich hab dir schon mal gesagt. Okay, Alphastein. Okay, das ist das allerletzte Mal. Wenn du das nächste Mal in einem Radius von 1 Meter in der Nähe von Mr. Koko bist, gehe ich all in auf dich rauf und dann weiß ich nicht, ob ich mich zurückhalten kann, okay? Das muss nicht sein, wirklich nicht. Also, das mein muss Freund, nicht sein. Zieh dich zurück. Okay, bye, bye. Ciao, ciao. Leute, was für ein Chaot, ey. Ich war doch gerade dabei, hier mein Outro zu machen. Und wo ist jetzt Mr. Koko? Er hat dich da einfach eingesperrt. Komm raus, der Arme. Komm raus. Alles gut bei dir? Hier, nimm mein Fleisch. Und jetzt lass uns dich schnell zurückbringen, bevor es hier gleich dunkel wird. Also komm mit, Mr. Koko. Freunde, da würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke für alles, haut rein. Und ich bin echt gespannt, was in der nächsten Episode passieren wird. Das kann es doch nicht sein. Na gut, Leute. Dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, nächstes Mal Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.